gibt es auch Fahrverbot da. Wo wir wo? Irgendwo in dieser Seite oder so. Fahrverbote oder so? So Zeichen, rot und. Achso, ne. Deshalb, bei manchen Prüfern gibt es keine Parken. Ja, selten. Selten, ne? Ja, aber, ja. Also schon mal gehabt, ne? Ja, ja. Kann schon mal sein. Gerade bei Wiederholungsprüfungen, dass eben halt, ja, mal Parken nicht gemacht wird. Aber selten, wie gesagt. Also. Ah, die Prüfer wissen schon, dass das ein Überholprüfung ja, ja. ist. Ah. Sehen die, ja. Okay. Gleich die nächste links. Am Ende rechts. Am Ende links. Meine Herren, was machen die denn da für ein Spiel, ey? Am Ende bzw. an der Kreuzung rechts abbiegen.
ruhig eins nach unten, dann geht der immer automatisch. Wenn wieder weniger regnet, wieder eins nach oben. Am Ende rechts. Hatte ich schon. Der kann ja, da wo wir immer fahren, der kann ja mit dir fahren, wo er will. Na klar, meistens um TÜV rum, aber ja. Wo jetzt genau der fährt, das weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, du wirst 99% der Strecke kennen. Kann jetzt mal da sein, dass wir mal eine Straße waren, wo wir noch nie waren, aber das meiste wirst du kennen. Durchfallquote ist hoch, ne? Ich habe auch die Statistik gesehen. Ja, mittlerweile ist das sehr hoch. Ja. Ist überall so. Es gibt auch einen Bekannter, ich weiß nicht, Fahrlehrer Lukas. Leute auch denken, dass die TÜV nicht mehr die Monopol haben oder etwas so. Ja, also prüft ja nicht überall der TÜV. Es gibt ja auch Städte, da prüft die DEKRA, ja, die DEKRA oder andere. Ne? Ja. Jetzt hier in Nordrhein-Westfalen und so macht das der TÜV. Mhm. TÜV Rheinland. Gibt aber auch Städte, da macht das DEKRA oder eine andere. Das wollen die auch ja so ein bisschen, oder sagen wir mal so, die hätten das gerne geändert, ja. Dass nicht nur der TÜV prüft, genau. Sondern jeder, der Sachverständiger ist. Mhm. Denn dann kannst du auch jetzt an der Ecke zu einem Sachverständiger, jetzt ich als Fahrlehrer. Ja, Fahrlehrer auch. Und sag hier, ich habe einen Fahrschüler, den prüfen wir jetzt mal. Ne? Mhm. Aber dat, dann wird auch wieder zu viel Schindluder getrieben. Ja, ne? Dann hier, komm, gib mal 500 Euro und dann... Echt? Ja, klar. Kann passieren. Ja, wenn das so, sag ich mal, kommen würde, dass das jeder an der Ecke machen kann. Ne? Also jeder Sachverständiger oder... Okay. Aber in der Großbritannien ist so. Ja, ja. Ne, hier in Deutschland ist ja noch sehr streng mit dem Führerschein. Ne? Sehr, sehr streng. Ja. Sehr scharf. Naja. An der Ampel rechts abbiegen. Deutschland Führerschein ist sehr, 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 sehr scharf. Ja. Das ist sozusagen der Herzschlag des Zuhauses. Doch ein bisschen
Zurück in die Zukunft, diese berühmte Filmszene, wo in der Rathausuhr der Blitz eingeschlagen ist und ewig die gleiche Zeit angezeigt wird, oder? Genau. Also wir haben ja Sachen zum Beispiel, wenn man Auto irgendwie Probleme hat oder andere elektrische Geräte. An der Ampel rechts. In der Samstagsgemeinschaft. Die können Sie jetzt schon mal bereit machen. Wenn Sie helfen wollen, 0800 5678 3x4. Mehr Details zur angeschlagenen Uhr liefern wir direkt nach Stix hier und Herbert Grönemeyer bei WDR 4. Am Montag gibt es einen großen Streit. Montag soll gestreikt werden, ja? Diese Agrie, diese. Ja. Aber ich weiß nicht, ob überall. Lass uns mal überraschen, ne? Aber der TÜV sollte das schon kennen. Ich weiß schon vor 2 oder 3 Wochen. Ja, ja. Eine große Schreit am. Ja, da haben wir aber nichts mit zu tun. Echt? Aber dass ich keine Informationen bekomme. Oder dass ich informieren, wo die Schrecke. Ja, aber hier ist das. Da, wo wir fahren. Sehr große Schritt. Gleich an der Ampel rechts abbiegen. Nächste Ampel rechts. Oh.
Vielleicht wollen wir die nächste noch mal rechts abbiegen. Und dann am Ende einmal umkehren. Und dann am Ende rechts abbiegen. Und dann rechts auf den Parkplatz. Und dann stellen wir uns wieder rechts neben dem Baum. Schön in den Baum nochmal.